Hallo Carlotta, ich möchte arbeiten, denn ich habe heute am Strand bei meiner täglichen Routine Fatima entdeckt. Gestern war spät nachts noch Erik da, aber da hatte ich keinen Bock, eine Folge aufzunehmen. Aber Fatima will ich jetzt nicht auch noch gehen lassen, deswegen bauen wir jetzt ihr Haus. Ich freue mich sehr drauf, denn ich denke, dass sie ein sehr natürliches Ziel haben wird. Trotzdem schaue ich noch die Themen von den anderen an. Atelier, also Modeatelier, okay. Er will töpfern. Oh, das ist auch ganz cool. Mit Lehm wahrscheinlich. Ein schöner Salon. Okay. Und er sieht auch cool aus. Formen von Zahlen. Oh, er hat auch so Mathe. Aber er ist halt cool. Ich finde, es sieht cool aus. Ich habe noch nie gesehen davor, den Bewohner. Und das ist die ganze Leine. Ich möchte mit meinen Freunden auf dem Piano unterhalten. Alles klar, sie will also ein Zimmer mit dem Klavier wahrscheinlich. Kennen wir uns schon? Mein Name ist Fatima. Du arbeitest also für die Ferienhausagentur. Weißt du, ich interessiere mich für ein Ferienhaus schon länger. Kannst du mir helfen? Ja. Oh, wirklich? Du hast Zeit dafür? Dann lass uns nicht länger warten. Legen wir los. Fatima hat auf meinen alten Dienst auch schon gelebt. Also wie Janine. Und der Sonnenuntergang sieht ultra geil aus im Hintergrund. Vielen Dank für die Mühe. Also mein Ferienhaus sollte einfach so aussehen. Okay, Kriegchen. Oh, interessant. Ja, du kannst doch mal schön auf für sie aus. Ich habe schon eine ganz coole Idee eigentlich. Und zwar halt irgendwo hier wieder. Wenn nicht sogar schon hier. Wohl Piano-Treff. Ich glaube, sie macht doch, lieber hier in so ein Herbstgebiet. Oder ich mache hier diese Insel so ein bisschen zu einer Herbstinsel. Da würde ich nämlich diesen Ort hier nehmen. Oder den hier. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme den hier. Also die untere Insel da unten füllt sich schon ein bisschen. Das ist ja nice. Nun, Fatima. Dann, Yanuka würde ich ein bisschen hinführen und auch rumführen. Und dann baut ihr da das Haus zusammen. Nice. Ich freue mich drauf, dass Fatima jetzt da ist. Man sieht es ja allgemein für alle Bewohner, ein Haus zu bauen. Jetzt nicht im Let's Play, aber privat auch dann. Wir werden nur die Story spielen. Und dann schaue ich mal weiter. Okay, mein Piano-Treff, die Brücke ist eigentlich schon ganz nice. Trotzdem würde ich hier gerne umändern. Hm. Hier die Baumstammbrücke. Oh ne. Die hier. Die ist, glaube ich, ganz cool. So, und hier Haus würde ich gerne so machen, wie eigentlich. So ein bisschen ähnlich halt machen, wie sie es auch sonst hat. Ja, vielleicht ist da ein bisschen dunkler. Würde, glaube ich, auch noch ganz gut aussehen. Hast du einen dunkleren Braun? Und ich mache es andersrum, so. Nee, passt nicht so zu ihr. Ich glaube, ich bleibe hierbei und ja, ist genau so. Und die Tür, nein, die weströtlichere, nee. Die hier, nein. Ich weiß ja nicht, was für eine Tür sie hat. Ah, die sieht mir nicht ganz gut aus. Ja, die hier. Und dann noch einen schönen Türkranz mit den Pfeilchen. Sehr schön. Ihr Haus werde ich da drüben stehen lassen. Finde ich ja eigentlich ganz schön. Und ich würde sogar schon direkt mit Bäumen rein starten. Ich mache es hier so ein bisschen weltlich. Ein bisschen idyllisch sogar. Wenn ich es hinkriege. Ja, genau so. Dann hier noch einen kleinen Baum hin. Der Baum stumpf. Und da vielleicht auch noch ein kleiner Baum. Ich könnte ihn sogar groß machen. Schauen, wie das aussieht, wenn man hier durchläuft. Eigentlich ganz schön. Ah, aber ich überlege hier, die mal wegzumachen sogar. So, kommt hier der Baumstumpf hin.
Stimmt, kannst du ganz dran platzieren. Hier ist ein Baum. Ja. Dann der Weg. Was wir so machen? So. So, das sieht ja ganz gut aus. Ich habe schon eine Idee. Ich werde es ein bisschen bauen, so wie auf meiner Insel. Wenn ich es dann hinkriege. Schon besser. Ah, oh, nee, schon so. Du kommst ja weg. Und nee, schon so. Perfekt. Sehr nice. Was ich meine ist, dass ich ja mit einem Custom Design arbeiten werde, das ich von der Insel benutze. So, ein bisschen hier und da. Ich denke, es passt ganz gut zu ihr. Ich weiß nicht, so ein Fan davon, Custom Designs hier auf den Inseln zu benutzen. Aber ich meine, es passt einfach sehr gut zu ihr. So, warum nicht? So, das passt schon mal. Hier könnte man vielleicht auch noch so machen. Hier. Vielleicht so doch. Ja. Alles nicht. Da noch. Und da kann man es hier vielleicht verbinden, sogar mit diesem Übergangsteil. So. Ja. Also dieses Bewegen von diesen von den Design-Dings ist ein bisschen schwer. Da, das geht manchmal nicht. Vielleicht ist es mein Pro-Controller, kann sein. Aber ich hoffe natürlich nicht. So, dann habe ich noch die Laubhaufen. Ich hoffe, ich habe Grund schon freigeschaltet. Das wäre ziemlich nice, aber scheint nicht. Naja, die sehen auch nicht schlecht aus. Ja, dann mache ich ihr Haus vielleicht sogar schon im Herbst. Und dann passt es vielleicht sogar besser, wenn ich da diese Laubhaufen habe. Ja. Ich mag es zwar nicht, wie die Tannen bei mir drin stehen. Dann kann ich nichts machen. Und hier ihren Tag würde ich gerne so ein bisschen abends machen. Ja, genau so. Sieht ja ganz schick aus. Jetzt würde ich halt noch so ein bisschen Unkraut und Blumen und Items zu benutzen. Von da hinten auf dieser kleinen Insel. Hm. Oh, dieses Weizenfeld könnte ich ja benutzen. Oh. Und zwar hier. Vom Weg. Oh, es geht nicht. Okay. Dann hier halt noch. Bisschen, das ist ja weg. Ja, ich finde es auch noch ganz schick. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen das Ganze füllen. So. Da noch eins. Jetzt kann man einfach kopieren. Oder unten? Nee, da oben. So. Sieht gar nicht schlecht aus. Dann würde ich sagen, kann ich schon einen Weg benutzen. So was Neues. Ein Zaun meine ich. Den hier vielleicht. Ich die hier weg. Mach hier noch einen Zaun hin. So. Da kann der Weg hin. Ja, sieht echt ganz schick aus schon. Dann würde ich noch ein paar Blumen hier benutzen, natürlich. Also die, wo sie auf ihrem Türkranz hat. Hm, ja. Die roten am besten noch. Warum ist sie da?
passt schon. Und darüber auf dieser kleinen Insel würde ich auch noch gerne irgendwas Besonderes haben. Vielleicht habe ich ja irgendein großes Item, wo ich da hinstellen kann. Hier diesen Vogelbartfelsen würde ich gerne noch irgendwo hinstellen. Ja, vielleicht jetzt nicht hier. Dort oben. Da vielleicht. Oder sogar da drüben. Ja. Mach ich es dahin und kann dann hier einen Weg benutzen. Ja, genau den hier. Sehr schön. Lass ich doch gleich noch ein Design am besten. Sehr schön. Und dann kommt da noch Unkraut hin. Unkraut habe ich hier an den Pflanzen, glaube ich. Ja. Und dann Stein. Unkraut. Ja, es passt eigentlich fast schon sogar. So wie ich es gerade habe. Jo. Da bin ich draußen sogar schon zufrieden. Ich meine, da kommt man hier so zu ihrem Haus hin, hat sie ihre Weizenfelder. Da oben hat sie so ein Vogelbadfelsen hingestellt, am Wasserfall. Und hier kann man sich hinsetzen. Perfekt. Man kann sich hier in ihr Haus. Sieht eigentlich ganz schön aus. Dann geht's rein. Ich muss noch überlegen, ob sie so dahin wirklich hinpasst, wegen, wegen der Jahreszeit. Aber ich denke schon. So, hier drinnen wird dieses nächste nicht Problem, aber wohl doch eigentlich schon. Ich mache ihr jetzt das mal eins größer. Und das war's. Dann würde ich sagen, fange ich direkt mit den Tapeten und so an. Okay. Ich auch eher die benutzen. Ja. Und was gibt's sonst noch? Nee, die nicht. Okay. Vielleicht die hier. Dann baue ich hier halt wieder ein Fenster, genauso wie bei Lora. Ich weiß, bisschen. Wie heißt's? Unkreativ, aber ich finde es ganz cool. Und ich bin echt ein Fan davon, dass man das machen kann. Also warum nicht? Zerraumteller. Oh, ist ein großes Fenster drin. Wenn ich es so mache, hat es hier zwei. Was aber ich mach's nur so. Ja, sie braucht ja auch irgendwo Platz für ihr Klavier. Dass ich mir so einen Raum gestalten würde. In Walnuss. Ach, kann man schon gestalten. Alles kann bleiben, dann bleibt das so. Dann geht's mal an die Tapete. An den Boden, meine ich. Was wird sie da haben? Oh, das sieht auch gar nicht schlecht aus. Ah, nee, doch nicht. Passt nicht so. Der sieht auch ganz schick aus. Zellboden. Na. Lobbyboden, okay. Ah, ich bin nicht so Fan von dem, was sie haben möchte. Ich würde ja das hier nehmen. Sieht irgendwie gemütlich aus. Dann packe ich mal meine Designs aus, also erstmal diese Wanddinger. War die Leuchtaufkleber. Mache ich jetzt zu meinem Fenster. Ob das weiß so passt, ist halt die andere Frage. Wo habe ich's? Ah, da. Kann man jetzt hier nicht markieren und... Nee.
Mal schauen. Es passt überhaupt nicht. Oh, was ich bräuchte, halt eher so ein Dings. Oh, wie heißt das nochmal? Eher so ein. Ja, so ein etwas bräunlicheres Design. Ich mach schon eins. Also, hab jetzt ein Design. Mal schauen, ob es hier hinpasst. Ich hab ein bisschen Mühe gegeben. Aber ist auch nicht so viel. Vielleicht lade ich ja irgendwann mal eins runter. Weiß nicht. Ich das weiß. Sieht irgendwie schon ganz cool aus. Manchmal weiße Akzente. Akzente hier rein. Was wäre eigentlich gerade sowas von der Decke runter? Deckendeko. Erstmal ein Kerzenlüster, okay. Schon ja nicht gedacht, dass ich sowas haben möchte. Aber klar, hier beim Klavier. Sieht jetzt schon ganz schick aus, dann hier. Das Hängeregal. Darf hier nicht fehlen. Das ist doch perfekt. Da reicht die Wand. Das will ich halt noch ein bisschen irgendwie interessanter gestalten. Deswegen suche ich ja noch nach irgendeinem Decken-Item am besten. Deckenbehang vielleicht. Der sieht eigentlich ganz schick hier aus. Wenn ich ihn vielleicht hier habe. Aber einer nur da hinten. Ne, wenn dann überall. Also halt nicht überall, sondern überall beim Klavier. Och, das kann man nicht so schön zusammen machen. Das triggert mich gerade ein bisschen. Machst du was so? Einfach Abstand zwischendrin. Ja, genau so. Sieht nicht schlecht aus. Hat wieder noch diesen Kronleuchter hin. Ja. Perfekt. Dann würde ich mich ein bisschen um die Wanddeko kümmern. Was haben wir denn da so schönes Neues? Fangen wir erstmal oben an. Ich meine, wenn sie schon so Kerzen hat, dann kann ich auch gleich die Wandkerzen noch dazu machen. Oh, erstmal vielleicht eine. Ich kann mir vorstellen, dass ich das umgestalten kann. Ja. Ah, vielleicht so schwarz, ja. Ja, vielleicht eher da. Oben. Ja. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann hänge ich den Kronleuchter doch lieber in die Mitte. Teppich. Oh, Teppich, Teppich, Teppich. Ja, der hier. Definitiv. Der lässt es da oben noch ganz schön wirken. Nice. Und jetzt noch vielleicht ein Sofa oder so.
Ist da. In braun. Na, nee, dunkelbraun. Dann noch ein paar Schränke und vielleicht ein Bücherregal. Wäre auch noch ganz gut zu ihr passen, finde ich. Ja, Western. Western, Western, Western passt gut zu ihr. Oh, sie hat jetzt schlicht passend getroffen. Es muss draußen noch hin. Endlich habe ich's. Das kann ich auch so gut benutzen bei manchen. Boah. Baudingern. Ja, sie hat echt gute Sachen. Eine Klarinette gibt's jetzt auch noch. Haie. Oh, ja, 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 ja. Ich eher da drüben. Ja. Ah, bin dann auf dem Teppich. So sieht's komisch aus. Dann mach ich's doch auf die andere Seite. Genau vors Fenster am besten. Ja. Schieb ich das ein bisschen nach drüben. Ah, schieb diesen Strauß eher hier für die vor das Klavier. Hier so in die Ecke. Ah, dann ist sie wieder vom Fenster. Oh, come on. Dann nehme ich hier. Passt noch das Sofa dazwischen? Natürlich nicht. Ja, dann lass mal so und mache jetzt hier noch ein bisschen Möbel. Sachen hin für sie. Dunkelbraun. Eine Schäfflera. Passt eigentlich vors Fenster. Und das passt nämlich nicht hin. Oh no. Was gibt's sonst noch so? Irgendwas Kleines noch. Bilder nerven mich immer ein bisschen. Komm, mehr Dingsmöbel brauche ich. Mehr Westernmöbel. Die würde ich jetzt gern schön finden. Gibt's nichts zu rauschen ist? Doch. Sieht auch gar nicht schlecht aus mit den ganzen Blumen, finde ich. Dann schläft sie da. Das ist auch hier Ofen. Ihr Kamin, da stehen mal noch ein paar kleine Sachen drauf. Also ein paar Kleinigkeiten vielleicht noch. Wait. Ich könnte noch hier irgendwas in die Mitte reinstellen. Vielleicht einen Tisch oder so. Gibt es einen Western-Tisch? Na, aber hier. Bist du ein Lowboard? Passt hier noch schon irgendwo hin? Ja. Bisschen doof, dass es halt nicht direkt. Da so ein Fenster ist, aber. Halb so wild. Finde ich jetzt. Was haben wir hier denn? Obstpfannkuchen, okay. Oh, noch ein Festmaldeko drauf, keine Ahnung warum. Passt halt schön drauf. Noch ein paar andere Sachen. Hier die, das Antikradio. Noch eine schöne Blume am besten. Ich hatte die weg größer. Statt tauschen.
Da oben würde ich noch ein paar Bücher hinlegen. Irgendwas Kleines. Oh, stimmt. Wanddeko. Die Uhr. Nicht dahin. Dann ein paar Pflanzen vielleicht noch. Hier, das da. Das hängt ja fast im Gesicht, wenn es da hängt. Ich mach's weg. Sieht auch gar nicht so gut aus. Hänge ich hier dieses Blumengebinde übers Bett. So. Kann vielleicht noch umgestalten. Da ist ein bisschen besser. So. Zum Thema passt. Dann ihr Bild natürlich. Und kommen noch ein paar kleine Sachen. Ja, hier. Wenn es schon so Musikfan ist. Ja gut, dann hängen wir noch eins auf. Passt sonst nicht so. Das ist ja einfach alle Wand, die Sachen, die ich bis dahin hinhängen kann. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Kann man das Ding hier machen, aber... Ist auch nicht spannender. Nee. Ja, dann ist es hier ihr Haus. Sie hat ein Bett zum Schlafen, sie hat einen Kamin, sie hat hier ihr Klavier, wo sie unbedingt haben möchte. Hat ein echt geiles Fenster hier. Hat hier so ein Kronleuchter, so komische Hängedinger, wo ich vielleicht sogar das da am Fenster wegmachen würde. Ja, schon viel besser. Ich kann auch theoretisch schon einen kleinen Teppich irgendwo hinlegen. Oder vielleicht hier den Boden ein bisschen ändern. Sieht doch ganz schick aus, da kann ich den Teppich ja vielleicht eins nach innen schieben. Perfekt. Das ist ihr Haus von innen. Bin sehr zufrieden. Sie hat ein echt gutes Thema. Das würde ich gerne noch ändern. Achso, ist ein Radio. Kann ich leider nicht sagen. Okay. Sehr schön. Dann würde ich sagen, tun wir noch draußen ein bisschen was ändern. Da habe ich noch ein paar Sachen bei uns gefunden, die ich gerne draußen noch hinstellen würde. Diese Partygirlande zum Beispiel. Wenn ich es hinkriege. Was noch finden? So. Was ist das? So, für sind. Aus dem drinne. Ah, ich finde jetzt gerade nichts. Ah, doch hier. Da ist er. Mal kurz woanders hin. Boah, ich kann das jetzt zum Intubieren. Ich würde hier noch in den Wald. Ah, nee. Bin dann hier unten noch.
weiß nicht. Sieht gut aus. Das ist so. Ich hätte schon Bock, jetzt hier noch ein bisschen mehr damit zu arbeiten, mit diesem Ding, weil es jetzt ist echt eins meiner Lieblings-Items. Aber okay. Ich bin so echt zufrieden. Sieht wirklich schön aus, finde ich. Wie sieht es denn mit dem Fortschritt an meinem Ferienhaus aus? Es ist fertig. Ich danke dir vielmals. Oh ne, ich wollte dieses nicht Leuchtding, dieses andere Ding noch hinmachen, aber egal. Was? Hey, Yanuka, warte mal. Einen Moment, wir sollten uns noch kurz unterhalten. Die Kundin, du und ich. Oh, was Neues lernen wir jetzt. Noch ein Ferienhaus, das ich sehen lassen kann. Und bevor wir zum Abschluss kommen, noch eine Sache. Also, du weißt ja noch, wie man Möbel zum Glänzen bringt, oder? Als ich Sigma erzählt habe, dass ich dir von Anfang erzählt habe, hat er mir was erzählt, das ich dir erzählen soll. Wenn du L drückst, um etwas zu probieren, kannst du auch andere Effekte als nur Glanz bewirken. Oh, endlich! Probier es doch mal aus. Oh, das ist nice. Das klingt faszinierend. Wenn du die Funktionsweise demonstrieren willst, wäre ich schon interessiert. Alles klar. Effekte verändern. Du kannst jetzt den auf ein Item angewandten Effekt verändern, indem du Plus drückst. Ah. Nebel. Blitzomatisch. Flatterig. Plappala. Plapplabe. Dunkel. Dunkelomenig. Was ist das? Boah. Borealisch. Was ist das? Oh, es ist sehr futuristisch irgendwie. Ich hab schon eine Idee, was ich mache. Das weiß ich, mag ihr Klavier. Vielleicht so ein paar Herzen hier, die halt rumfliegen. Oder pechstressig. Nee. Da dieses Blitzumat will ich noch gerade anschauen. Oh, okay. Scheint sogar kaputt zu sein. Okay, Nebel habe ich noch. Dann dampfwolkig. Oh, das kann man gut für so eine Küche benutzen, zum Beispiel. Kreiselig. Auch ganz cool. Und regentropfig. Auch cool. Ja, nice. Haben wir was Cooles gelernt wieder. Spendling kann man noch benutzen. Hab ich eine Idee. Dann lass ich lieber Spendling rumfliegen. Hier im Haus. Ich glaube, es sind auch diese Herbstblätter. Sehr nice. Dann gehen wir jetzt draußen zum Foto machen endlich. Haben noch sehr viel Arbeit hier reingesteckt. Fatimas Haus. Also mit den Polieren. Das Polieren bin ich eigentlich nicht so ein Fan von. Ist es denn jetzt fertig? Ja. Oh, wie schön. Ich danke dir von Herzen. Ich bin dir so dankbar für all die Zeit und Mühe, die du hier investiert hast. Du hast mich so glücklich gemacht. Das freut mich. Ich denke, ich habe mein Foto. Ich bin richtig verliebt in mein neues Zuhause. Es ist großartig. Falls du magst, kannst du dich gerne noch ein bisschen hier umsehen. Ja, ausruhen. Ich sag mal umsehen, ich weiß nicht warum. So, Fotos machen. Ganz Foto hier nehmen. Weil sieht schon eigentlich ganz gut aus.
Ja. Das sieht doch toll aus. Ah, perfekt, tanzt auch schon rum. Sehr schön. Dann haben wir unser nächstes Portfolio-Ding gedöns in unserer App. Sieht doch ganz cool aus. Hier das Bild sieht noch nicht so geil aus, finde ich. Aber ich denke, irgendwann haben wir mehrere solcher Häuser, die hier jetzt nicht so, die ein bisschen besonderer sind quasi. Und ich finde, das passt auch ein bisschen zu Sid. Also alles gut. Schauen wir, wie es später aussieht, wenn ich für alle Bewohner ein Haus gebaut habe. Alles klar, da würde ich sagen, gehen wir noch zurück. Oh, jetzt schon. Dann kommen wir auch unbedingt nochmal zum Blauland zurück. Auf jeden Fall. Bin auch gespannt, wenn man ein Kunde das Haus geändert haben möchte. Ich hoffe, keiner will umziehen, weil da muss ich ja aus mir alles bauen. Da habe ich keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Aber ich bin nicht so zufrieden. Willkommen zurück, Gianluca. Prima, dieses Master dir 12.000 Spooky verdient. 12.000 ist echt viel.